Hallo zusammen. Kleine Anmerkung noch zum Johannes. In einer anderen Stelle sagt Jesus, dass der Johannes der grösste Prophet war zur damaligen Zeit. Also, Jesus hat ihn schon gesehen. Ich knüpfe auch gerade beim Johannes und Josef an, weil ich glaube, der Schmerz ist der grösste, wenn wir den erleben, dass Gott anders ist, als wir erwartet haben und er anders handelt, als wir geglaubt haben. Ich habe das auch erlebt, vor längerer Zeit. Ich bin sozusagen aufs Wasser rausgelaufen. Nach vielen, vielen Eindrücken bin ich so ein bisschen wie der Petrus aufs Wasser raus, habe den Vertrauensschritt gemacht und bin voll abgesoffen. Und das war wirklich schlimm gewesen für mich. Es hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe es immer sehr ernst genommen mit dem Glauben. Ich habe Jesus schon von klein auf sehr geliebt. Und von einem Moment auf den anderen habe ich alles in Frage gestellt. Habe ich mir alles eingebildet. Auch das, was er vielleicht vor dieser Situation gesprochen hat. Hat mich Gott wirklich gern? Ist er überhaupt real? Die Krise hat lange gedauert. Und dann wollte ich es wissen. Und ich bin zu einer gläubigen Person gegangen und ich wusste, dass sie die Bibel sehr gut kennt. Sie ist sehr kompromisslos. Und sie wird mich auch nicht schonen, wenn ich es nicht verdient habe. Also habe ich ihr erzählt von meinem Vertrauensschritt, von meinem Glauben und von der grossen Enttäuschung. Und wisst ihr, was sie mir gesagt hat? Sie hat gesagt, Janine, es ist endlich Zeit, dass du anfängst, Gott Danke sagen für die Situation. Danke für den Schmerz. Ich habe ja vieles erwartet, aber das sicher nicht. Und dann hat sie weitergeredet. Und da, was sie gesagt hat, das ist sicher 15 Jahre her, aber das prägt mich heute noch. Sie hat die Geschichte gebracht, die Frank jetzt vorhin schon erzählt hat, von Josef, der unschuldig ins Gefängnis gekommen ist. Und sie hat gesagt, Janine, der Josef ist nie aus Gottes Plan rausgefallen. Und Gott ist mit ihm ans Ziel gekommen und er hätte ihn können brauchen. Und du, Janine, du bist auch nicht aus Gottes Plan gefallen. Vertraue ihm weiter und sag Danke. Das war für mich wirklich ein happiger Brocken gewesen, aber eine wichtige Lektion. Ich habe gemerkt, im Moment von Zweifel und Enttäuschung wird unser Glaube an sehr substanziellen Fragen geprüft. Ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, was ich bei mir beobachtet habe. Das ist wahrscheinlich nicht vollständig. Zweifel sind nichts Schlimmes. Die Bibel sagt sogar, wir sollen uns freuen, wenn unser Glaube geprüft wird, weil das Standhaftigkeit hervorbringt. Wichtig bei Zweifel und Enttäuschung ist, dass wir den Weg nicht abkürzen und uns nicht mit einfachen Antworten zufrieden geben. Das klingt jetzt vielleicht einfach, aber jeder, der das erlebt hat, weiss, die Fragen und das Gefühl, von Gott verlassen worden zu sein, das erzeugt Spannung. Mich hat es fast verrissen. Aber die Versuchung war dann, dass ich Entspannung suche und mich eben mit Einfachem zufrieden gebe, dass ich vielleicht sage, ja, offensichtlich kann ich Gott nicht richtig hören und ich höre ihn einfach nicht mehr her, weil dann werde ich auch nicht mehr verletzt. Oder ich sage, ja, vielleicht habe ich die Liebe von Gott zu mir ein bisschen persönlich verstanden und ich fange an, für Gott zu arbeiten und führe eine oberflächliche Beziehung. Oder ich bin so enttäuscht, dass ich Gott gänzlich in Frage stelle und mich abwende. Der Schlüssel für mich in dieser Enttäuschung und dem Zweifel war, aushalten. So hart, wie das klingt. Mit Gott im Gespräch bleiben, sein Wort und meine Realität herheben und sagen, das stimmt einfach nicht, das passt nicht. Und warten, bis die echte Antwort kommt, die mein Herz erreicht. Für mich war es wie eine Operation. Ich durfte nicht zu früh vom Operationstisch wegspringen. Und es tut mir leid, wenn ich das so sage, aber es ist mehrere Jahre gegangen. Es ist halt meistens ist es nicht etwas von 2 Tagen, das würden wir ja auch vertragen. Aber wenn ich zurückschaue, dann ist etwas oberdeutlich. Durch die Geschichte
ist mein Herz massiv von Religiosität befreit worden. Das wird nächste Woche das Thema. Und meine Beziehung mit Gott ist zwar zeitweise ernsthaft sehr am seidenen Faden gegangen, ich habe nicht gewusst, wie es rauskommt, aber heute ist meine Beziehung mit Gott viel tiefer und viel freier. Es war lang gewesen, es war schlimm gewesen, aber ganz ehrlich, ich würde es wieder durchmachen, weil das Resultat ist es wert gewesen. Also Zweifel sind eigentlich eine Einladung für eine Operation am Herz. Es ist ja kein Wunder, dass wir Gott nicht immer fassen können, er ist so viel grösser wie wir. Aber eben, von mir aus gesehen, ist die Antwort aushalten. Und ehrlich bleiben und ja, nicht mit frommen Floskeln sich abfinden. Und die kommen dann von vielen Seiten sehr schnell. Genau. Wir werden jetzt ein bisschen praktisch. Ich denke, der eine oder der andere von uns hat das auch schon erlebt. Und wir wollen heute einfach mal Gott die ganze Geschichte mal herheben. Wisst ihr, dass die meisten Ehen auseinandergehen, nicht weil sie zu viel streiten, sondern weil sie aufgehört haben zu streiten? Man hat resigniert. Man erwartet und erhofft nichts mehr vom anderen. Und das Herz wird kalt und gleichgültig. Das ist das Aus von der Beziehung. Darum möchte ich euch heute einladen, streitet mit Gott in einer guten Art. Sagt ihm, du hast mich verletzt, ich sehe da echt nicht weiter. Gott ist so viel grösser wie mir, er kommt mit dem zu Schlag. Ja, wir sind jetzt im Moment ruhig und wollen mal den Prozess starten. Das Bild habe ich hier mit meinem Gips gemalt, den Prozess von meiner Hand. Und das habe ich gemalt, für mich, um mich im Glauben zu behalten, dass Gott mein Beschützer ist. Auch wenn ich im Moment vor allem den Find gesehen habe, der mich angreift. Aber ich vertraue, dass Gott das letzte Wort noch nicht gesprochen hat. Und es ist wertvoll, manchmal so gewisse Anker zu setzen und zu sagen, aber an dem halte ich fest, wenn es um mich herumstürmt. Wie meine Kollegin gesagt hat, sagt Gott, danke, du bist nicht aus seinem Plan rausgefallen. So gewisse Botschaften, die mich einfach im Zeiten vom Sturm halt, dass ich wie sage, über das muss ich nicht nachdenken. An dem bleibe ich. Und andere Sachen muss ich sagen, okay, da verstehe ich wirklich nicht. Und ich möchte uns einladen, dass wir heute Morgen einfach einmal anfangen und überlegen, was sind meine Bekenntnisse oder meine Sachen, die ich sage, und an dem rüttle ich nicht. Ich schreibe selber Gott gerne Briefe, aber ich habe mir sagen, dass da viele nicht gerne möchten schreiben. Ihr habt ein Papier bekommen. Eben, entweder wäre das Papier für einen Brief oder man könnte auch ein Mindmap machen. Wo wir Gott einfach mal aufschreiben, an dieser Wahrheit bleibe. Also ich glaube, man kann aber auch schreiben, ich danke oder was auch immer. Und dann schreibt man einfach auf, was einem gerade in den Sinn kommt. Und wertvoll, besonders wertvoll ist es, wenn ihr es im Dialog macht mit Gott. Also ich rede mit ihm, während ich das mache. Nicht einfach nur überlegen, sondern ich bete eigentlich, das Mindmap. Ich sage, trotz allem, auch wenn sie jetzt gerade wütet und ich wirklich nicht verstehe, ich glaube trotzdem, du bist gut. Aber das ist natürlich bei jedem etwas anderes. Oder ich sage, ich glaube, du bist trotz allem souverän und das letzte Wort ist nicht gesprochen. Ich vertraue darauf, dass da noch etwas kommt. Oder ich sage, ich glaube, dass die Bibel recht hat. Und bei der Mindmap ist es ja so, wenn es etwas separat ist, macht man einen Strang raus. Wenn es etwas ist, wo zu dem Thema wieder passt, macht man so Unterzweige. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, jetzt geht wieder bei der Hand, aber in deiner Bibel, also in der Bibel steht wirklich, du bist mein Arzt. Und auch wenn ich vielleicht das jetzt noch nicht gesehen habe, ich halte daran fest, dass das das Wort ist. Oder es steht, dass du mich gern hast und dass du das sehr persönlich meinst, also sage Jesus. Und trotz allem glaube ich, du hast mich gern. Ich mache jetzt das Herz. Und so kann man beten, es hilft einem so ein bisschen dran zu bleiben, anstatt sich so ein bisschen zu verirren.
Und mir selber, das weiss ich jetzt einfach von diesem Prozess, mir hilft, so gewisse Säulen zu haben im Moment vom Sturm und zu sagen, und da dabei bleibe ich. Und das ist jetzt dein Problem, weil du hast das geschrieben. Genau, das würden wir jetzt machen.